Der spanische Erstligist Real Betis Sevilla will sich im zentralen Mittelfeld verstärken und hat deshalb Rafinha vom FC Barcelona und Oleksandr Zinchenko von Manchester City ins Auge gefasst. Erlebe La Liga live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Wie Radio Catalunya berichtet, verhandeln die Andalusier aktuell mit Barcelona über ein Leihgeschäft des 25-jährigen Brasilianers. Für Rafinha wäre es die zweite Leihe innerhalb von zwei Spielzeiten, nachdem er zuletzt bei Inter Mailand in der Serie A untergekommen war. Oleksandr Zinchenko, Wechsel zu Wolverhampton Wanderers scheiterte laut der englischen Manchester Evening News und der spanischen Tageszeitung Mundo Deportivo ist Betis auch bei Zinchenko Favorit auf einen Leihwechsel. Der 21-jährige Ukrainer spielt in den Überlegungen von Pep Guardiola wohl keine Rolle mehr und stand vor Transferschluss bereits vor einem Wechsel zu den Wolverhampton Wanderers. Ein fester Transfer zu dem Premier League-Aufsteiger scheiterte nur am Veto des Spielers. Der ukrainische Nationalspieler steht noch bis 2020 in Manchester unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an PSV Eindhoven ausgeliehen. Mehr zu La Liga.